Willkommen zurück zu einer neuen Folge Armymen RTS. So, in der letzten Folge haben wir ja hier Frankensteins Spülbecken gefunden. Besser gesagt, das Spülbecken des Bösen, das wir ja zerstören müssen. So, wir haben aber immer noch das Problem, dass wir hier einfach keinen Strom haben. Wir haben hier nur Plastik und das nicht gerade viel. Das heißt, das Upgrade zum super-duper Hauptquartier, also dein Hauptquartier, achso, benötigen wir, okay. Ob wir das unbedingt machen sollen oder nicht, das ist jetzt so die Frage. Oder ob wir es erstmal nur mit Infanterie probieren sollten. Aber so viel Plastik ist da ehrlich gesagt ja auch nicht drin. Vielleicht sollten wir mal ein paar Machine Gunner nehmen. Nur mal so 10 Stück. Schau mal, die kosten ja nur Plastik. So, was können wir denn noch so Sinnvolles bauen? Brauchen wir einen Guard Tower? Eigentlich nicht. Baracken haben wir. No, enemy started! Gleich mal platt machen. Oh! Mach platt! Ich brauche meine Truppen noch. Na, ja, die haben ja Trucks und wir nicht. Das ist nicht so schön. Die haben auch Machine Gunner. Okay. Wissen wir das auch schon mal. Ja, wo bekommen wir hier Strom her? Das ist so eine Frage. Das fehlt einfach regelrecht. Sagen wir mal gucken, so viel ist in diesem Messbecher jetzt auch nicht mehr drin. Es bringt nichts. Es bringt nichts, das super duper Hauptquartier abzugraden. Frage ist, ob wir. Ey! Da sind sie ja schon wieder. Das Gute ist, wenn hier Gegner auftauchen, dann bringen sie ja sozusagen Ressourcen zu uns. Wir können sie ja platt machen und dann einsammeln. Hat er schon 10 Stück gebaut? Ah, ne. Ja, kommen noch welche. Besuchermänner, ob wir die unbedingt brauchen? Ich weiß nicht genau. Ich würde ja gerne mal gucken, was da hinten ist, aber kann ich hier irgendwen von entbehren eigentlich? Ja, nicht wirklich. Obwohl, die müssten eigentlich halbwegs was reißen können. Soll vielleicht schon mal gucken, ob wir hier irgendwie was finden an Ressourcen. Vielleicht auf dem Herd, neben dem Herd. Wo auch immer. Aber ich brauche unbedingt Truppen hier hinten, falls der Gegner an mir vorbeiläuft. Ich glaube nicht, dass wir hier diesen Kuchen abbauen können. Und, oh, verdammt, ein Panzer! Das ist gar nicht gut, aber der ist relativ schnell down, ne? Ah, gut, dass wir zwei Medics dabei haben. Ein Chopper! Oh, die haben Chopper. Das ist nicht gut. Heilt ihn doch. Heil meinen Machine Gunner. Ah, er ist down. Glaube, ich habe hier nicht so viel Spielraum, um Truppen zu verlieren. Oh, da ist Plastik. Da ist Plastik, aber auch jede Menge Minen. Ich muss mir diese Ressourcen sichern, unbedingt. Oh, hier sind Fässer, aber warum? Ist hier ein Wachturm oder sowas? Strom! Strom aus dem Toaster! Ich muss hier vorne eine kleine Minibase bauen. Ich brauche diesen Toaster! Oh nein, der rauscht durch! Der Panzer rauscht durch. Nee, doch nicht. Der ist wichtiger, ihr müsst erstmal den hier blau machen, aber ganz schnell. Ah, die wollen das halten hier und das war keine gute Idee, hier anzugreifen.
Irgendwas ist hier hinten noch ein Bunker. Oh mein Gott, Rückzug. Rückzug, das schaffen wir noch nicht. Jetzt sag nicht, das Ding ist leer. Nein, Sammler, was tust du? Was tut der Sammler da vorne? Was zum... Okay, aber da gibt's den strombetriebenen Toaster. Den brauchen wir. Das heißt, wir müssten vielleicht doch so eine Handvoll Besuchermans mitnehmen. Und dann mal gucken, dass wir da rankommen. Ja, viel haben wir hier nicht mehr. Wir müssen erstmal auf die Besuchertruppen warten. Die sind ja auch gegen die Chopper sehr stark. Alright, who's I'm coming? Und hoffentlich auch gegen den Bunker. Ah, der sieht nicht so schön aus. Das wird langsam etwas knifflig. Ja, ich muss daran. Hilft nichts. Schade, dass wir Sick schon wieder verloren haben. Der liegt hier mal wieder so ein bisschen tot in der Gegend herum. So wie, ja, so wie letzte Mission eigentlich auch. Er ist so unser Opferlamm hier irgendwie. Obwohl, wir haben noch 500 Strom. 500. Vielleicht könnten wir das doch in Truppen investieren. Zwei Panzer könnten wir bauen. Natürlich gegen Infanterie echt schlecht. Ich probier's mal mit drei Half-Tracks. Oder mit drei von diesen MG-Lastern. So, mal gucken, ob wir damit da vielleicht irgendwie rankommen. Die sind ja relativ schnell gebaut. Ja, die Hälfte vom ersten hat er schon. Weil er nicht, dass die anfangen hier mir den Pfannenwender und den Toaster abzubauen. Ich brauche die selber. Nee, das geht so nicht. Nicht, dass da schon deren Hauptbasis ist, dann hätte ich ein Problem. Noch. Da kommen noch zwei. Na, da bleibt echt nichts übrig an Strom. Ah, Plastik sieht aber noch gut aus. Na, wir haben auch kaum was gebaut. Mortarman. Ja, da brauchen wir nicht unbedingt. Das ist so ein Typ mit einem Mörser. Wie viele Minesweeper haben wir denn? Ein oder zwei? Ah, zwei. Okay. Also. Enemy Sai, was zum? Hey! Das geht so nicht! Pflück den Chopper da runter! Aber ganz schnell! Ah, da geht er wird langsam. Oh, das ist leer! Das ist nicht gut! Enemy Sai, was zum? Lasst meine Sammler in Ruhe. Nervt hier nicht rum. Sonst sammle ich euch gleich ein. Ja, hallo? Sammler? Anflug von Größenwahn oder was? Gut, die sind ja nur aus Plastik. Haben also nicht gern so viel Gehirnmasse. Ey, du willst doch jetzt nicht ernsthaft... alles klar, du fährst doch dahin. Sehr gut. Okay, auf den einen können wir, glaube ich, verzichten. Wo fährst du hin? Hoffentlich nicht da, wo er nicht hin soll. So, wir müssen euch hier mal so ein bisschen sammeln. Okay. So, schauen wir mal, ob er jetzt irgendwie an diesen verfluchten Toaster rankommt. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber mal. Oh nee, das ist eine Uhr. Da ist auch eine Uhr für Strom. Da ist eine Uhr, da ist ein Pfannenwender und ein Toaster. Ich brauche das alles. Ah, der hat keine Chance, das ist nur ein einzelner Superman. Und nun ist er auch hin.
Oh, noch ein Machine Gunner. Okay. Ich muss aber diese Uhr abbauen. Also, hallo, Truck. Warum baust du nicht das ab? So, also heißt, wir basteln uns schon mal. Nein, nicht den Bulldozer. Ich brauche noch einen Dump Truck. So. So, wir sind schon mal die Uhr abbauen können. Was nicht so toll ist, ist, dass jetzt meine... Hallo? Meine Medics einfach vorne weglaufen. Okay. Ganz vorsichtig. Was zum... Wie viele sind denn das? Und mein Medic ist natürlich an vorderster Front. Das ist natürlich ganz hervorragend. Medic, zurück! Ich brauche diesen Medic noch. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der Medic den Medic heilt. So, das da mal wegbröseln. Okay. Der Toaster dürfte doch enorm viel Strom haben. Ey, da ist irgendwas. Irgendwas ist da. Ein Sniper! Oh, da braucht echt nicht viel um einen. Was macht denn der Medic da? Mensch, der dreht ja völlig durch. Okay, der eine sammelt jetzt das ein. Alles klar. Das passt. Oh, der nächste Chopper. Jetzt wollen sie es langsam wissen hier. So, müssen wir erstmal die Gegend hier ein bisschen aufräumen. Dass wir hier auch selber vielleicht noch was hinbauen können. Naja, alles klar. Jo, zwei Panzer, die sind langsam. Wird der Widerstand doch hoch. Ja, ja, Unit lost, das war klar. Panzer, Grenadiere, Bazooka-Mans und wir stehen ja mittendrin. Erstmal den Grenadier, der ist gefährlicher für die Infanterie. Enemy, what? Wo denn? Enemy sighted irgendwo hier unten. Ist hier ohne einer gewesen? Nee. Aber hier unten hier ist es doch eben Enemy sighted. Na, da unten. Ja, ich habe ja echt einen Kamikaze-Medic, das geht gar nicht. Ja, ihr macht das schon. Base under... Was zum... Nein, meine Sammler! Trupskis! Wie sind die denn an mir vorbeigekommen? Okay, die Mission könnte etwas heikel werden am Ende. Unit lost, super. Immer wieder schön ein paar Einheiten verloren. So, aber das können wir uns wenigstens schon mal sichern. Wo ist denn meine Bulldozer? Da. So, der baut. Erstmal. Lassen wir die mal so fahren, würde ich sagen. Ungefähr hier. Hier geht hier so ein bisschen rüber. Okay. Das war auch langsamer Strom. Jetzt bauen die alle Strom ab. Oh, die Deppen. Das sind unglaublich dämliche Sammler. Ja, die Uhr ist jetzt schon fast leer, aber okay. Müssen wir mit klarkommen. So. Können wir es ja eigentlich. Aber brauche ich einen Chopper? Das ist so die Frage. Bringt mir da viel? So viel bringt er mir eigentlich nicht. Behaupte ich mal. Und ob hier oben noch Ressourcen sind, das ist auch noch so eine Sache. Könnt ihr mal kurz hinfahren? Einfach mal ein Auge drauf werfen.
Vielleicht können wir auch die Mikrowelle irgendwie benutzen. Er ist nur ein einzelner Gegner, aber wir scheinen die nicht looten zu können. Hau doch weg den Typen da, Mensch! Hartnäckiges Gezücht! Oh, was war das? Nur eine Granate, okay. Nope, 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 du fährst zurück. Ich habe gefunden, was ich oder herausbekommen, was ich wollte. Hey, hier ist eine Hauptressource und er sammelt hier Plastikblobs ein. Unglaublich. Dahin. Und du auch. Dahin. Okay, du baust Strom ab, du sammelst da unten Plastik. Okay. Alright, I'm coming. Hier war doch einer etwas angeschlagen. Du, dein Job-Medic, und heil dir mal so nebenbei ein wenig. Okay. All clear. Frage ist, sollten wir hier wirklich Wachtürme bauen? Oder schaffen das die Einheiten alleine? Jedenfalls haben wir Strom. Versuchen wir mal, ob wir 5 Panzer bauen können. Stellen die schon mal dahin. Der Sammelpunkt geht auch da oben hin. Ja, ich. Bei einem anderen Game würde ich jetzt hier einfach noch mehr Baracken oder sowas bauen, aber hier ist mir das zu riskant. Nehmen wir einen von denen. So schlecht sind die gar nicht. Brauchen wir mal 5 von denen, 5 von denen und 10 Grunts vielleicht. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier was abstauben können. Ja, ich hätte gerne... Was macht er denn da? Der fährt wieder so crazy in der Gegend herum. Ja, der Toaster dürfte uns eigentlich enorm viel Ressourcen generieren. Der Pfannenwender vielleicht nicht ganz so viel. Müssen wir mal gucken. Dass wir hier 2 für Strom haben. Nanu. 1, 2, 3. Alles klar. Nope. Dahin. Dumptruck. Hallo? Du da jetzt Ressourcen abgeben? Ah, okay. Jetzt hat er es geschnallt. Gut. Die friemeln wir nochmal kurz zusammen und dann greifen uns sofort wieder die Gegner an hier. Verdammt nochmal. Ich denke, wir kommen hier ohne Wachtürme aus. Und was dieses Spülbecken des Bösen so parat hält, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.